Screencast zur Berechnung des Dampfdrucks. Was ist Dampfdruck? Der Druck, bei dem flüssige und gasförmige Phase koexistieren, heißt Dampfdruck. Er steigt mit der Temperatur exponentiell an. Für einen reinen Stoff ist er nur von der Temperatur abhängig. Bei Stoffgemischen ist er auch von der Stoffmengenanteilen der Komponenten abhängig. Die Aufgabe. Eine 10 Liter Butangasflasche ist zur Hälfte mit Flüssiggas gefüllt. Berechnen Sie den Druck der Flasche bei 50 Grad. Angegebene Literaturwerte. Der Siedepunkt von Butan bei 1 Bar beträgt 0,5 Grad und für die Verdampfungsenthalpie Delta V H ist gleich 22,4 Kilojoule pro Mol. Die Formel zur Berechnung des Dampfdrucks ist ln P1 durch P2 ist gleich minus Delta VH durch R mal 1 durch T1 minus 1 durch T2. Nach P2 auflösen. Und aus einem LNP1 durch P2 können wir LNP1 minus LNP2 machen. Und dann haben wir dann stehen Delta VH durch R mal 1 durch T1 minus 1 durch C2 plus LNP1 ist gleich LNP2. Daraus machen wir dann die E-Funktion, sodass wir stehen haben E hoch Delta VH durch R mal 1 durch T1 minus 1 durch T2 plus LNP1 ist gleich P2. Dann setzen wir die Zahlenwerte ein. E hoch 22,4 mal 1000 durch 8,314 mal 1 durch 263,65 minus 1 durch 323,15 plus den ln von 1 ist gleich 4,5. Wichtig ist hierbei, dass ihr die Kelvin-Temperaturen einsetzt. Mit dem Celsius kommt ihr auf kein richtiges Ergebnis. Und das Ergebnis wäre dann, der Druck der Butangasflasche bei 50 Grad beträgt 4,5 Bar.